und versuche das hier oben wieder mit zwei blauen, so wie hier drüben auch. Das ging doch soweit, ne? Ja, nicht ganz. Warum bist du gerade runtergegangen? Ich habe doch gar nichts verändert. Von der Temperatur. Ach, du machst das schon. Wow. Du bist eine passive Provider-Chest, die gleich voll ist. Gib mir mal alles. Weil wir haben ein Problem, wenn das Ding voll ist. Dann kriegen wir nämlich kein Wasser mehr. Bauen wir ganz viel Landfill. Das brauchen wir noch eh da oben. Dann machst du bitte das. Dann machst du bitte das. Dann gucke ich weiter. Der Angriff hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was wollten wir diese Folge eigentlich machen? Wir wollten eigentlich die Stromgeschichte weiterbauen. Also Liquid-Händler. Wir wollten eine Fabrik bauen für die Lasertürme. Was jetzt noch besser klingt als vorher. Und zwar auch wieder möglichst weit im Osten. Irgendwo hatten wir schon eine Fabrik für die normalen Türme, genau. Das heißt, ich mache hier jetzt mal eine für die Lasertürme. Also eigentlich bräuchten wir drei für die drei Stufen, aber wichtigste ist erstmal die Grundlasertürme. Also ein davon, rein, rein, beschränken. Gut, du stellst bitte her ein Laser-Turret. Du brauchst dafür, erstmal kriegst du Pollution-Module. Dann stelle ich bitte, während ich hier am Rumwuseln bin, davon ein paar her. Stahl, grüne Chips und Weak Capacitor. Stahl, grüne Chips und Weak Capacitor. Wow. Was zur Hölle gibt es hier für abgefahrenes Zeug später? Wir brauchen nur die ganz billigen da. Davon bitte 10 Stück. Davon bitte 10 Stück. Davon bitte 10 Stück. Mehr nicht. Gut. Das heißt, Lasertürme werden jetzt auch automatisch hergestellt, eingelagert. Ein ganzer Stack. Kostet schon mal wieder ordentlich Ressourcen. Aber die Roboter können dann immer wieder neu setzen, falls da was zerstört wird. Das Nachtsichtgerät kommt später. Oh, das Landfill ist fertig. Das heißt, ich könnte das da oben jetzt zumachen, aber wir haben jetzt gerade eh kein Roboport mehr über. Das passt also. Gib mir rote Chips, gib mir rote Chips. Was sagen unsere Vorräte? Wir haben richtig viel Kupfer. 17.000 Kupferplatten. Eisenplatten gehen ein bisschen runter, sind jetzt auf 1.600. Ist aber noch okay. Stahl ist vorrätig. Rote Tränke, grüne Tränke, hellblaue Tränke ist alles da. Grüne Chips noch nicht. Also ich denke, wir können die blaue Chipfabrik auf eine gelbe aufstufen. Wobei, ich glaube, das hapert gerade eher daran, dass die Fabriken hier nicht genug Dingens bekommen. Kabel. Also müsste ich Skynet wieder anmachen oder noch irgendwo Quellen ausmerzen. Also Transportwege minimieren oder Sachen einfach von Hand transportieren. Ja. Ja, Problem ist auch, dass ich jetzt das Ganze ein bisschen weiter auseinandergezogen habe mit den Fabriken. Dadurch müssen die mehr zickzack fliegen. Also ich habe hier 200 Alien-Artefakte, aber die brauche ich alle komplett für irgendwas Wichtiges. Ich glaube, das war die Power Armor MK3. Habe ich... Warte mal. Bau mal einen davon. Also ja, ist alles für die Power Armor MK3. Ich bin jetzt aber fast versucht, das umzuändern, dass die Roboter jetzt mehr tragen können oder schneller fliegen. Ich kann ja einfach neue Alien-Artefakte holen. Muss ein guter Zeitpunkt. Okay, ich husche jetzt mal raus. Ja genau, mach ein Riesenloch in die Mauer. Das ist eine super Taktik. Ich husche jetzt mal raus, suche Zink und vielleicht ein leichtes Opfer. Was haben wir da? Tin. Lead. Lead. Also ein leichtes Opfer. Dass ich noch ein, zwei Basen zerstöre, um dadurch vielleicht genug Alien-Attack zu bekommen, um dann die Traggeschwindigkeit der Roboter zu erhöhen. Tin, Kristall, Gold.
Ja, gut aufgeräumt hier. Oh, du bist Zink, ne? Du ganz helles Weißes. Oh. Ding, 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 ding. Oh, unsere erste Ardite-Picke ist gleich kaputt. Oder war es doch schon die zweite? Hm, das ist unsere zweite. Okay. Aber Ardite haben wir ja auch im Süden, glaube ich, von unserer Basis. Das sollte also okay sein. Ich brauche das Zink gerade für das Snipergewehr. Das brauche ich nur einmal. Okay, das heißt, ich muss gar nicht so viel abbauen. Leichtes Opfer? Da oben sind leichte Opfer. Ist das neu? Das sieht aus wie ein Einer-Spawner da oben. Schütz da mal hin. Achso, das Schild ist fertig. Super. Du dahin. So. Das heißt, die Basis hier. Was machst du da unten? Die ist komplett. Ich war. Oh, das sind ganz schön viele Blue Biter. Ich weiß, wir hatten mehrere Basen angeschlagen gehabt. Das heißt, da liegen auch noch Alien-Artefakte rum, die ich einfach nur aufheben müsste. Was übrigens im neuesten Patch reingemacht wurde, dass man nicht mehr aufnehmen muss, sondern dass automatisch alles in seinem Umkreis aufsammelt, was ziemlich praktisch klingt. Aber dazu müsste ich sowohl die Factorio-Version updaten, als auch die Ditec-Version. Und das ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, das lasse ich erstmal noch, bis das ein bisschen stabiler ist. So, drei Spawner. Machbar, sehr machbar. Mach mal so. So, lass mich da durch. Andere Basis da oben ignorieren. Die hier alle töten. Und dann die Zweierbasis da oben. Weg, 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 weg. Keine Slowdown-Module verbrauchen. Das können wir gegen regenerieren. Laser Turrets. Research. Meine Munition da. Ich wollte schon sagen, ich bin noch nicht etwa mit 16 Magazinen rausgegangen. So, weg. Noch ein Punkt, den ich aus den Kommentaren übernommen habe. Also vielen Dank für die ganzen Kommentare. Es sind echt super Tipps bei. Hier bei den Spittern. Die bewegen sich zwar auch hinterher, aber zum einen sind sie langsam, zum anderen bleiben sie stehen. Und das ist dann super mit dem Gift. So, weg mit euch Wolken, weil das macht mir auch Schaden. Gib mir das da. Gib mir das da. So. Schön, 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 schön. Das heißt, wir haben jetzt 180 Alien-Artefakte, Quatsch, lila Science Picks quasi über. Und die Forschung für die Roboter kostet da 300. Nee. Okay, also ich brauche noch, lass mich durch. Ich brauche noch 12 Alien-Artefakte und gleich wird's dunkel. Also go, go. Gib mir eine schön, schnelle, einfache Basis. Gegen so ein einer Spawner reicht nicht. Ein Zweier-Spawner. Zwar ein Zweier-Spitter-Spawner. Ist das zu viel verlangt? Tenor. Oh, da ist was. Oh. Oh. Ja. Alter, was ist denn hier los? Also ich glaube, alle Basen, die jetzt neu generiert werden, sind einfach irre groß. Guckt euch den... Nee. Nee, nee, nee. Mami, ich will nach Hause. Geh nach Hause. Ich will jetzt nicht im Dunkeln hier bei diesen Riesenbasen irgendwas triggern. Das wäre das Ende von dieser Staffel. Schön in der Mitte laufen. Schön in der Mitte laufen. Und baue jetzt mal das Nachtsichtgerät ein. Ach. Ja. Also es bringt ein bisschen was, aber es ist halt tierisch eklig. Was war? Du bist auch zu groß.
Naja, wobei. Ich habe die Giftkapseln gerade verbraten, das ist nicht so gut. Das dauert. Also ich könnte Giftkapseln. So viel dazu. Weg. Weg. Lauf, 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 lauf. Ihr seid echt zu schnell, Jungs. Ihr seid zu schnell. Die blauen muss ich wegmachen. Ich muss alle wegmachen. Das sind nicht inzwischen zu viele. Und ich habe einen Spawner so ein bisschen angeschlagen und ich glaube, ich habe zwei Würmer gekillt. Das ist nicht so die beste Ausbeute. Ja, zwei Splitter sind nach unten, ist okay. Und doch. Also es sieht eklig aus, aber das Nachtsichtgerät bringt jetzt gerade ziemlich viel. Ich kann es aber gleich rausnehmen, weil es wird gleich Tag. Oder schaltet sich das automatisch ab, das weiß ich gar nicht mehr. Weg, weg, weg. Oh, schaltet sich automatisch ab. Okay, das lasse ich drin, glaube ich. So. So, wir haben gerade nichts zu tun. Dann bau doch bitte. Baugiftkapseln. Oh Gott. Ja, nee. Das wird nichts. Da sind viel zu viele von den Blauen bei. Selbst wenn ich die slow, sind die immer noch schneller als ich. Was ist mit der Basis hier unten? Die sieht besser aus. Ja, okay. Hinter. Langsam, langsam. Ein Spawner weg. Komm, 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 komm. Zwei Spawner weg. Das aufräumen. War einfach. Ja, wenn man schnell genug ein, zwei Spawner down bekommt, dann respawn auch nicht die ganz guten nach. Dann haut das alles hin. Und wenn es jetzt eh zu wenig Spawner sind, dann kann ich schneller töten, als die spawnen, dann ist alles gut. Kreislauf im Kreis. Den kaputt machen. Ja, das sind definitiv die 12, die ich brauche. Mit noch ein bisschen Taschengeld oben drauf. Lauf rum, lauf rum, lauf rum. Jetzt den Spawner weg, damit ich meine Ruhe habe. Na komm. Und töten. Dann jetzt aber wirklich nach Hause die Zinkplatten einschmelzen oder die Zinkerz zu Zinkplatten einschmelzen. Dann neue Slowdown-Module holen. Neue Munition holen. Bau bitte. Bau grüne Chips. So. Genau, also Zinkplatten bauen, um das Snipergewehr zu bauen. Munition für das Snipergewehr könnte ich wahrscheinlich jetzt schon bauen. Ja, kann ich. Hör auf, grüne Chips herzustellen. Bau bitte. Dum, dum, dum. 20 Magazine davon. Mal gucken, wie lange die halten. Und dann versuchen wir damit mal eine Basis klein zu bekommen. Ich bin gerade nördlich unserer Basis. Okay. Habe ich vielleicht einen Schmelzofen dabei? Natürlich habe ich einen Schmelzofen dabei. Schmeiß mal ganz kurz das Zink da rein. Sollte ja schnell gehen. Dann bauen wir einfach jetzt unterwegs das Snipergewehr und testen das gleich hier. Das ist komisch. Gib das her. Wie viel fehlt noch? 25. Ja, okay, das dauert ein bisschen. Kann ich währenddessen irgendwas Sinnvolles noch machen? Nicht wirklich, wenn ich mir die Smog... Wir generieren Smog. Genau, wir lassen jetzt die Basis da schnüffeln. Ich hoffe mal nicht.
die Basis muss da echt bald weg und hier auch. Ja, das Ding wird nicht genug Smog generieren, das ist okay. Magazine kommen rein. Tu die bitte mal dahin. Nimm das dann bitte da raus.